Ey, yo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Age of Magic. Was war das für eine Begrüßung, aber mir war gerade danach, dass ich das mal sage, deswegen, ja. Willkommen zur zweiten Folge von Age of Magic, einem neuen Spiel, das wir ja letztens mal angefangen haben. Da geht es um Zauberei, um Magier, um Helden. Es gibt eine Lichtkampagne, es gibt eine dunkle Kampagne und es gibt auch PvP. Und wir starten hier gleich mal rein in der zweiten Folge, da wo wir letztens aufgehört haben. Und zwar bei Kapitel 5 bei Klimmendes Mittenburg. Wo einst die schöne Stadt Mittenburg stand, bleibt nur noch Trümmer, in denen sich die Schatten von Dämonen dummeln. Wir haben ja im letzten Video schon einen zweiten Helden freigespielt, und zwar den Roger, den wir natürlich schon in unserem Trupp hier haben. Und der Roger ist ein Verteidiger. Der Roland ist ja der Boss. Und um den dreht sich eigentlich die ganze Story hier in der Lichtkampagne. Mittenburg steht in Flammen. Ich! Wie ist das möglich? Das ist kein gewöhnliches Feuer, das sind die purpuren Flammen des Abgrunds. Bereit eure Magie vor, Roland, hier sind noch Dämonen. Na gut, Dämonen, Murk und Führe. Das meinte die Kobolde also. Wow, das Teil sieht eigentlich nice aus. Hund des Abgrunds, krrr. Ich rieche deine Kraft, Magier. Ich werde sie aus dir saugen. So, Runde 1 von 1. Und ich bin ja wirklich schon auf den PvP-Modus hier gespannt bei Age of Magic. Und es sieht einfach so geil aus. Die Grafik ist mega cool. Und wenn ich mein iPad hier so neige, neigt sich auch das hier alles. Und ja, mega cool. So, der Roger kann ja so Angriffe machen, die auf alle Gegner gehen. Und die Gegner sind momentan nicht sehr stark, muss ich sagen. Die sehen zwar sehr furchteinflößend aus, aber sie machen nicht viel Schaden. Nur Roland ist jetzt eingeschlafen. Oder auch doch nicht. Gut, zum Glück doch nicht. Ja, Roland, wie ihr seht, macht viel mehr Schaden als der Roger. Ein Grund dafür ist, dass der Roland schon auf Stufe 8 ist und dass der Roger eine Verteidigerklasse ist. Die machen höchstwahrscheinlich, nach dem Namen nach zu urteilen, nicht so viel Schaden wie zum Beispiel der Boss wie der Roland hier. Aber na gut, braucht man natürlich alles in seinem Team. Man kann, glaube ich, bis zu 5 oder 6 Helden im Team haben. Und da ist natürlich Abwechslung, glaube ich, sehr wichtig. So einen Hit noch und dann sollte auch dieser Hund weg sein. Und ja, da haben wir gewonnen, Leute. Sieg, wir bekommen 3 Sterne. Und einiges an Belohnungen. Wir könnten natürlich auch unsere Helden wieder trainieren, aber momentan funktioniert es ja auch so sehr gut. Und man kann Kampagnen, die man schon abgeschlossen hat, nochmal spielen, indem man hier diese, ja, Orbs hier einsetzt. Ich weiß gerade nicht den Namen, wartet. Erinnerungskugeln. Wieso habe ich die jetzt gekauft? Das wollte ich nicht. Aber na gut, jetzt haben wir 31 davon. War, glaube ich, schon... Ah, nein, die kosten 50. Aber es ist nicht teuer, finde ich. Ich habe ja 150 Gold. Ja, und hier kann man eben das Ganze nochmal spielen. Hier kann ich zum Beispiel 5-mal nochmal spielen. Bekomme den Sieg und bekomme auch einiges an Belohnung. Und wir erreichen somit gleich mal Stufe 5. Bekommen 21 Energie und auch 4 dieser Erinnerungskugeln. Und jetzt würde ich sagen, trainieren wir mal unsere Helden, denn ich glaube, ja, diese Kampagne nochmal alles zu machen, ist momentan nicht sehr, wie soll ich sagen, nicht sehr schlau, da man ja auch so weiterkommt und die Belohnungen, glaube ich, auch immer besser werden, wie weiter, dass man bei der Kampagne fortschreitet. Deswegen ist das, glaube ich, schlauer, wenn man das später mal macht. So, wir können ihn trainieren. Wie gesagt, wir können ihn jetzt auf Stufe 10 trainieren. Kostet 1706 Silber haben wir und somit ist er um einige stärker geworden. So, dann gehen wir gleich mal weiter hier zum Roger. Da können wir das Ganze auch machen. Ja, auch auf Stufe 7. Ja, der Roger ist etwas weiter hinten, aber er hält sich eigentlich gut. So, Magieschaden, rauf damit. Und somit starten wir gleich mal weiter in die Kampagne. PvP ist noch nicht freigeschaltet. Grab der Schrecken, Markt, Herausforderungen. Clan gibt's auch, Leute. Man kann hier auch einen Clan machen. Spielt ihr eigentlich schon Age of Magic? Schreibt mir das auch mal bitte gerne rein in die Kommentare. Tal der Schätze, wir müssen eindeutig eine höhere Stufe aufsteigen. Hier haben wir auch gleich mal Stufe 6 erreicht. Und hier, Kampagne Energie wieder hält dich in 3 Stunden 44. Okay. Aha, Clan-Quest gibt es auch. Am Turnier gibt es auch erst irgendwann Arena. Da sind wir wahrscheinlich die PvP-Kämpfe erst mit Level 15. So, weiter geht's in der Lichtkampagne. Ich möchte eigentlich überall diese 3 Sterne hier mit 3 Sterne abschließen. Ja, rein geht's.
Und die ganzen Helden haben auch noch Sterne. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Hier hat ja Roland erst einen Stern und Roger hat auch einen Stern. Es gibt hier wirklich sehr viel zu entdecken und sehr, sehr viele Funktionen in diesem Spiel, die man alle noch herausfinden muss. Aber wir gehen jetzt gleich mal in der Story weiter. In der Stadt sind nur noch Dämonen. Wir müssen diesen Ort verlassen. Es gibt keinen sicheren Weg durch das Feuer, mein Freund. Wir müssen ihre Reihen durchbrechen für Licht und Ehre. Ja gut, dann machen wir das so. Ich würde sagen, wir gehen hier aber gezielt auf den mittleren, denn der sieht ziemlich OP aus. Er ist ja auch schon ausgewählt, automatisch. Oh, das war ein Hit vom Roland und da war er weg. Zum Glück haben wir ihn aufgelevelt. Ja, wenn ihr lange oben bleibt auf den ganzen Fähigkeiten, seht ihr, was die Dinger so können. Drachenklingenangriff, aktiviert Zeichen der Verteidigungsklasse. Setzen wir einfach mal ein. Und man kann hier auch die Kämpfe auf Auto stellen, wenn man hier links auf Auto drückt, dann greifen die alle automatisch an. Jetzt wahrscheinlich noch ganz okay, aber dann, wenn es dann ins PvP geht, nicht so schlau wahrscheinlich. Ich finde es jetzt auch nicht schlau, dass Roland die Verteidigung eingesetzt hat. Man hätte schon um einiges früher hier gewinnen können. Und noch einer, gebt mir Deckung, Roland. Bei diesem Rauch kann ich nichts erkennen. Seid ihr sicher, dass es ein Feind ist? Keine Zeit, darüber nachzudenken. Licht und Erde. Ja, Roger, das wissen wir ja sowieso bei dir, dass du einfach so auf die ganzen losgehst. Ah, okay. Das Schild wird in die nächste Runde mitgenommen, wie man sieht. Wieso hat jetzt das eingesetzt, wenn nur ein Gegner da ist? So, und ich glaube, das war aber ein neuer Held. Sieg. Ja, wir bekommen den, wie wir ganz links erkennen können. Wir bekommen auch einiges anderes wieder an Belohnung. So, neuer Held. Aktivieren wir natürlich. Wen haben wir da? Den Taneda. Ein Nahkämpfer. Oh. Der wird wahrscheinlich einiges hier an Schaden machen. Man kann hier auch gleich mal ein Heldenaufstiegspaket kaufen um ganze 5,49 €. Werde ich aber jetzt nicht machen. Wir werden das auch so schaffen. Ja, ich möchte das gerne schließen, auch wenn es ein einmaliges Angebot ist. Und erstmal den Helden upgraden, damit hier auch was weitergeht. Wir starten ja alle bei Stufe 1. Wir können ihn auf Stufe 3 mal trainieren. Ja, etwas besser ist er geworden. Er ist zwar nicht der Beste hier. Wir rüsten ihn gleich mal mit dem Krug aus, mit dem Amulett und auch hier mit der Klinge. Ja, es wird uns hier alles vorgeschlagen, da müssen wir nicht viel machen. Momentan noch nicht so umfangreich. Aber es geht. Das finde ich auch immer gut, wenn die Spiele wirklich sehr, sehr langsam hineinführen. Denn oft bin ich bei Spielen komplett überfordert und dann lege ich das Spiel schneller weg, als mir lieb ist, weil es für mich einfach viel zu kompliziert ist. Und so geht es mir auch bei manchen Spielen. Da möchte ich gar nichts anfangen, weil ich weiß, weil die Hürde einfach so hoch ist, dass man da ordentlich einsteigen kann und auch viel da dann rausholen kann und ja, viel versteht davon. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Vielleicht geht es ja euch auch so. Schreibt mir das doch gerne mal rein in die Kommentare, wie ihr das so steht zu neuen Spielen, die sehr umfangreich sind. Wir hatten nicht damit gerechnet, inmitten der Ruinen und Dämonen einen Überlebenden zu finden. Die Schlacht trübt meinen Geist mit brennender Wut. Ich muss mich entschuldigen, edler Taneda. Ich bin nur froh, dass ich würdige Verbündete habe, mit denen ich die Dämonen bekämpfen kann. Nichts anderes zählt. Würmenpriester, haha, ich habe euch entdeckt, Koboldtöter. In die Schlacht, Kinder des Würm, die Rache wird unser sein. Ja, und die sprechen mal ohne Akzent hier. Was ist das denn? Blutrose, eine spirituelle Technik, die 7 Hiebe gleichzeitig zufügt, okay? Ja, machen wir das gleich mal, würde ich sagen. Wow, 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 krass, da geht's mega ab. Und das aktiviert alles so Zeichen auf den Gegnern. Was damit auf sich hat, habe ich noch keine Ahnung, muss ich sagen. Und wieso kann Roland jetzt eigentlich nicht angreifen? Ah, der hat so ein Zeichen. Okay, er kann trotzdem angreifen. Was mit diesen Zeichen wirklich auf sich hat? Aktiviert Zeichen der Verteidigungsklasse. Aber da ist dann nirgendwo was drüber. Das ist noch sehr fragwürdig. So, Runde 2 von 3. Was kann er da so? Der Pfad des Schwertes führt 3 schnelle Angriffe hintereinander aus und das Katana-Angriff. Okay. Da noch. Okay. Ah, okay, Kobold, Heiler.
Aktuelle Effekte, Chance auf kritischen Treffer erhöht, Koboldangst, Bonus auf Magiewiderstand. Okay, man kann auch schauen, was die Gegner so drauf haben, wenn man hier auf die drauf geht. Die haben auch sehr, sehr viele Angriffe, wie ich sehe. Aber ich möchte auf die gehen, die schaut wichtig aus. Obwohl, den Heiler zu vernichten wäre natürlich auch eine schlaue Idee. Wow. Rogger hat hier sehr, sehr viel Schaden gemacht. So, wir gehen jetzt auf den, bevor der hier irgendjemanden heilt und den Kampf unnötig in die Länge zieht. Der hat jetzt geheilt. Ich habe vorhin nicht getroffen, so meine ich. Finde ich gar nicht gut. So, Roland, jetzt triffst du. Und der sollte jetzt eigentlich auch kein Problem sein. Aber wir haben ja noch eine Runde. Es sind ja 3 Runden jetzt zu kämpfen. Ich mag den Auto-Modus eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich spiele lieber so. Das macht einiges mehr Spaß. Und man hat hier mehr Kontrolle. Und irgendwie muss man ja auch besser werden. Wow. Ja, den mal. Okay, das ist jetzt stark. Jetzt diesen 7-fachen Angriff. Ja, da ist er. Oh nein, er ist nicht weg. Jetzt. Ah, nein, noch immer nicht. So, jetzt sind die Gegner an der Reihe. Okay. Sie buffen sich nur. Ah, wie viel er jetzt aushält. Abnormal. Aber jetzt, minus 110 und da ist er weg. Erstmal das, jeden Schaden hier zufügen. Oh, das war gar nicht so schlecht. Oh, der hat sich geheilt. Komm, rein da. Ja, jetzt sollten wir den eigentlich besiegen können. Ja, der sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. Mit dem sollten wir auch schnell kurzen Prozess machen können. Mit dem letzten hier. Come on, yes. Minus 2000, easy. Sehr, 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 sehr schnell. So, Sieg. 3 Sterne. Keinen verloren. Wenn man einen Helden verliert, hat man ja nur noch 2 Sterne. Wenn man 2 Helden verliert, hat man nur noch 1 Stern. Also eine sehr einfache Rechnung, muss ich sagen. Wir haben nämlich sehr, sehr viel Energie. Wir haben 180 von 66 Energie. Wir sind nämlich drüber gefahren. Oh, das sieht hier schon mal sehr gefährlich aus. Aber wir bekommen dadurch einen neuen Helden. Wie man hier unten sieht, bei den möglichen Belohnungen. Beim ersten Mal bekommt man dann einen neuen Helden. Ja, ich würde sagen, die Sumpfhexe holen wir uns. Also es heißt Sumpfhexe. Das Kapitel. Und da stehen wir schon. Was gibt's hier? Seit der Katastrophe herrscht ein Lord über die Scherbe. Seine Festung befindet sich im Osten. Ich kann nur hoffen, dass dort jemand über das Schicksal der Dorfbewohner Bescheid weiß. Oh, da ist die Hexe schon. Belara, na sowas, was haben wir denn hier, hm? Einen viel zu großen Kobold und 2 ungewaschene Schmuddelkinder, Igitt. Wie könnt ihr es wagen, meine Freunde zu beleidigen, Hexe? Entschuldigt euch sofort, oder mein Schwert wird euch Manieren beibringen. Oh, oh, ein furchteinflößend. Hey, Magier, was ist denn das für ein glänzender Stab, den ihr da behaltet? Darf ich damit spielen? Und damit will ich sagen, gebt her oder sterbt. Aha. Okay, das ist aber kein netter Umgangston, muss ich hier sagen, Belara. Wir werden dir schon zeigen, wo hier der Hammer hängt. So, der ist mal weg. Den sollten wir ja auch kurzen Prozess machen können. So, 3-facher Angriff und da war ein Crit dabei. So, Roland noch einmal und da ist er weg. Aber dann lustig, dass sie dich sie dann anschließt. So, ich kann hier auf doppelte Geschwindigkeit schalten. Das gefällt mir schon besser, wenn die Gegner hier schneller... Die gegnerischen Runden schneller von dannen ziehen. Ja. So macht schon mehr Spaß. Auto macht keinen Spaß, aber die doppelte Geschwindigkeit macht auf alle Fälle Spaß. Wie gesagt, momentan noch nicht sehr, sehr taktisch. Es geht alles so. Okay. Der noch. So, Roland macht es zu Ende. Ja. Auf Roland ist Verlass, so Runde 3 von 3. Wir gehen gleich mal. Wie nicht verfügbar? Ich muss zuerst die anderen 2 killen, bevor ich hier auf Belara gehen kann. Finde ich aber nicht toll. Finde ich gar nicht gut. Aber die sind ja eh nicht stark und machen auch nicht viel Schaden hier. So, das. Ja, das macht ihr Schaden. Das ist gut. Da ist der weg. Und jetzt können wir auf sie gehen. Easy. Alles kein Problem für uns. So, letzter Schlag. Und da ist sie weg. Da ist sie weg, Leute. Sie, und ihr seht schon, ich bekomme hier diese Heldenmarken. Und hier sehen wir sie auch als Artwork. Neuer Held, natürlich aktivieren wir das. Belara, Zauberer.
Wir haben hier schon sehr, sehr viele Klassen, muss ich sagen. Nein, ich möchte auch von hier ihr Heldenpaket nicht kaufen, Leute. Das ist mir einfach viel zu teuer, um das bei jedem Helden zu kaufen. Aber wir gehen hier mal zurück und schauen mal rein, wie wir die Belade hier aufwerten können. Trainieren gleich mal auf Stufe 6. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Großartig. Wir fügen hier auch gleich mal das Fernglas hinzu, den Leim und das Zauberbuch. Nice. So, zurück. Den können wir auch noch was. Linse. Okay. Und den Kern. Magiewiderstand plus 4. Plus 4 ist halt wirklich sehr, sehr wenig, wenn man so bedenkt, wie viel die so haben. Okay, Scherben. Scherben erhöhen den Seltenheitsgrad deines Charakters. Dies sorgt für eine deutliche Verbesserung deiner Basiswerte. Ah, okay, jetzt wissen wir, was es mit den Sternen auf sich hat. Alles klar. Suchen. Wo gibt's denn die? In Kapitel 2. Okay. Können wir von Roland hier Scherben suchen? Gibt's die hier irgendwo? Ja, im Kapitel 1, Kapitel 7. Beim ersten Mal. Ich glaube, da sind wir gerade. Deswegen können wir da auch reingehen, um hier uns mehr Scherben von Roland zu holen. Aber nur beim ersten Mal, wie es aussieht. Rauch und Asche, sogar Lord's Keep fiel dem Angriff den Angriff des Abgrunds zu Tode. Diese Scherben war schon immer fürchterlich. Nun ist sie fürchterlich und voller knurrender Dämonen. Wenigstens habe ich ein paar ideale Kameraden gefunden, die meine Wenigkeit schützen können. Ihr solltet Roland danken, dass er euch mit uns kommen hat lassen und... Wer wagt es, die Türschwelle des Torwächters zu verdunkeln? Ich werde euch alle töten! Ja, ja, Torwächter. Reden wir da in einer Minute nochmal drüber, was du gesagt hast. Und dann... Oh! So, Grauen des Waldes lässt den Gewählten gegen Einzug überspringen. Okay, aber macht anscheinend keinen Schaden. Was gibt's hier noch? Verlangsamt den gewählten Gegner um 20%, verringert dessen normalen Werten einen Zug lang um 2% und entfernt Provokation vom Ziel, wenn der gewählte Gegner bereits von anderen Effekten betroffen ist, verdoppelt sich die Werteverringerung. Okay. Ja, ich setze einfach mal das ein. Okay, wirklich. Da setzt dann nur für eine Runde aus. Ich meine, nicht schlecht, weil ich glaube, der ist ziemlich, ziemlich stark. Standardangriff. Das macht überhaupt keinen Schaden. Ich glaube, das mit dem Angriff lassen wir bei ihr. Und das sieht fast so aus, als würden wir jetzt zum ersten Mal hier den Kürzeren ziehen. Komm, Torwächter. Oh, Roland ist schon mal weg. Der Torwächter ist richtig stark. Yes, er ist mal weg. Er ist mal weg. Gut. Ja, aber ohne Roland wird es halt jetzt schwierig. Ohne Roland wird es hier schwierig. So, ich setze den ein, jetzt wieder verlangsamt. Ja, aber solange Roger noch da ist, haben wir schon die Chance hier eigentlich zu gewinnen. Weil Roger ist eigentlich auch ziemlich gut geworden. Yes, den haben wir zerstört. Jetzt mal den Angriff drauf, um beiden Schaden zuzufügen. Schade, dass ich mit der Hexe eigentlich... Okay, sie macht auch nicht so wenig Schaden. Niemanden heilen kann, das wäre mir um einiges lieber. Und jetzt ist es blöd. Ja, jetzt haben wir verloren. Jetzt haben wir zum ersten Mal verloren und jetzt bin ich aber gespannt, was es hier so gibt. Niederlage. Kämpfe die durch die Kampagne und gewinne Gegenstände, mit denen du die Stufe deiner Helden erhöhen kannst. Und okay. Dann gehen wir zu meinen Helden. Nee, ich will auch Lucky Heiler nicht freischalten hier. Okay. Wie ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Helden und die haben auch jeder seine eigene Klasse. Okay, es gibt sehr, sehr wenig. Also es gibt auch einige, die überhaupt... Dann müssen wir den wohl trainieren, wie es aussieht. Nur momentan sieht es blöd aus. Wieso nicht? Wir haben hier, glaube ich, nicht genug Erfahrungstränke, okay. Aber wir haben den jetzt trotzdem trainiert. Wir haben den, glaube ich, gekauft für Gold. Das ist ja auch nicht teuer, auf Stufe 20 hier. Achso, okay, ich habe zu wenig Silber. Okay, mit dem Erfahrungstränken wäre es wahrscheinlich gratis, aber wir können ja das auch so machen. Ich werde jetzt noch die Hexe upgraden. Ich werde die Hexe noch upgraden. Und dann werden wir das hoffentlich schaffen. Ah, okay.
Ja, auf Stufe 9 können wir die upgraden. Ja, jetzt haben wir nur noch 1.000 Silber, aber wir sind um einiges stärker geworden. Und jetzt probieren wir gleich nochmal den Kampf. Ich meine, mehr als upgraden können wir das nicht. Ja, wir könnten natürlich auch das dann machen mit dem, was ich schon abgeschlossen habe. Aber ich will den jetzt unbedingt schaffen, den Torwächter. Ich möchte den wirklich schaffen. So, Roland, Raub und Asche, sogar Lord's Keep fiel dem Angriff des Abgrunds zum Opfer. Ja, das haben wir schon alles gesehen, das haben wir schon gehört. So, Rauf, der ist einfach der härteste hier. Wir muten den mal für eine Runde. Ich sag jetzt einfach mal muten dazu. Aber die gehen alle immer auf Roland. Aber ich kann eigentlich auch mit ihr mal anfänglich gleich mal auf den anderen Schaden hier machen. Du gehst schön auf den. Da. So, wann ist Roland wieder am Zug? Ja, die Hexe muss auf den gehen. Ja. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob wir es schaffen. Der eine ist schon mal weg. Aber wir müssen unbedingt den Torwächter killen. Jetzt. Ja, da ist er weg. Und wir haben Roland noch. Ich glaube, jetzt sieht es besser aus. Es hat schon was gebracht, das Leveln. Es hat schon was gebracht. Ja, er ist auch mega stark jetzt. Macht richtig viel Schaden. So, der mal weg. Normalerweise sollte es jetzt kein Problem mehr sein. Solange Roland da bleibt. Ah, das ist er weg. Aber jetzt. Wir haben ja noch Rogger. Nur wie lange? Yes. So, wir muten den jetzt. Ich hau hier mal Verteidigung raus. Das wird jetzt auch noch langsamer. Ah, er ist weg. Schade. Jetzt bin ich gespannt, ob wir es schaffen. Es sieht nicht danach aus. Es sieht wirklich nicht danach aus. Aber wir können es ja probieren. So, wir setzen jetzt das ein. Ja, schade. Schade, wieder verloren. Aber na gut, Leute. Ich werde hier meine Helden etwas trainieren, damit wir das auch schaffen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin. Daumen nach oben. Abo da lassen, falls du neu hier bist. Und ja. Daumen nach oben. Die Glocke aktivieren, genau. Die Glocke aktivieren, damit ich das nicht vergesse. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.